reihenweise Bioanbau auf über 40 Hektar. Gemüse, Obst, Beeren, Kartoffeln und Weizen. Das ist der Pappelhof. Als Götz Wolinski 1995 den konventionellen Betrieb des Vaters auf Bio umstellte, ging es allerdings nicht einfach so geradeaus. Da war keine Rede von Bio. Wie ich will, habe ich gedacht, naja, dass ich mit 65 aufhöre, dass er drankommt, so in die Richtung. Was die auf mich eingehackt haben, das können sie doch nicht machen. So einen Hof für so ein Experiment zur Verfügung stellen, immer unter dem Motto, das geht sowieso nicht gut. In 4, 5 Jahren muss er wieder aufhören. Jetzt sind es bereits 18 Jahre und es fühlt sich immer noch gut an. Für Götz war schnell klar, es geht ihm um mehr als um ökologische Produkte und fruchtbaren Boden. Eine Hofgemeinschaft Gleichgesinnter sollte es sein. Ja, ist natürlich eine starke Kooperation, was halt unheimlich schön ist, dass unheimlich viel passiert, worum man sich nicht unbedingt immer kümmern muss. Man macht seinen Teil und den macht man gut und die anderen machen ihre Teile, machen die auch gut und bringen das zusammen. So wird ein schönes Projekt draus und für mich war es ja auch eine Chance, hierher zu kommen und teilzuhaben. Von daher hätte ich ja nie eine Chance gehabt, einen eigenen Betrieb aufzumachen und so in dieser Kooperation ist es für mich eine tolle Sache. Es gab ja eine Phase, wo mich meine eigene Idee quasi links überholt hat. Und so eine Eigendynamik entwickelt hat, dass ich kaum noch mitkam. Und was man ja auch daran sieht, dass wir reichlich Gebäude bauen mussten, damit dann auch jeder seinen Bereich so entwickeln konnte, wie er das wollte. Hier kann ich auf den Acker gehen und halt mir die Produkte auch live angucken. Als ursprünglich gelernter Gemüsebauer ist das natürlich auch immer ein Highlight, dass wir eine gleiche Idee haben, die wir hier verwirklichen wollen für unser Leben, für unseren Arbeitsalltag, und das ist einfach ein gutes Grundgefühl. Leben und Arbeiten sind deshalb eins auf dem Biolandbetrieb Pappelhof. Gerade geht es um die schwere Entscheidung, welches der Pappelhofkinder darf eine Katze haben und welches nicht. Eins ist sicher, es wird eine gemeinschaftliche und gerechte Entscheidung geben, denn das ist die Philosophie des Pappelhofs. Rund 50 Mitarbeiter kooperieren hier in Produktion und Vermarktung. Heute werden die Türen ganz weit geöffnet. Die Jury des Bundespreises Ökologischer Landbau ist zu Besuch. Das gesamtbetriebliche Konzept soll bewertet werden. Und das ist leider nicht nur Bärennaschen. Karotten sehen gut aus und haben kaum Unkraut. Das Geheimnis liegt auf der Hand. Das sind meine Arbeitsjätefinger, die ich im Frühjahr für die Möhren brauche. Dazu kommt eine ausgewogene Fruchtfolge und biologische Vielfalt. Das lässt nicht nur ökologisches Gemüse wachsen. Mittlerweile ist schon wie Familie alles hier gewachsen und ja, wir sind nicht Nachbarn mehr, nur einfach eine Familie. Das von Gefühl ist einfach so. Seit 2011, ich bin auch selbstständig hier und ich bin glücklich hier. Ich habe auch diese Arbeit alles kennengemacht in Tunesien mit meinem Papa. Ich bin so wie der Profi. Der Boden ist fruchtbar, auch ohne Vieh. Denn der Pappelhof tauscht sein Biostroh gegen Biomist. Natürliche Düngung und Humus, das sichert die gute Qualität der Pappelhof-Produkte. Sie gehen direkt in den kooperierenden Versand querbeet. Er liefert Karotten, Kartoffeln und die wichtigsten Gemüse der Saison. Der Lieferdienst sorgt für Kundennähe. Alles klar, danke schön. 1200 Abokisten die Woche und rund 4000 Stammkunden im Raum Rhein-Main sind es bereits. Der direkte Kundenkontakt im Hofladen und auf den Marktständen ist die beste Werbung. Das Obst ist saftiger, das Gemüse hat mehr Geschmack. Also es ist einfach ein stärkerer, intensiverer Geschmack von dem Obst und Gemüse. Die Katzenfrage ist leider immer noch offen. Dafür ist die Jury glücklich. Alle Fragen wurden geklärt.
Das Pappelhof-Team verdient den Förderpreis 2013. Einer ist besonders froh. Dass ich es geschafft habe, dass mein Vater heute stolz auf mich ist. Das ist ein großes Gefühl als Sohn.